Und willkommen zurück zu This War of Mine. Und ja, ich habe ja gefragt, ob ihr nochmal eine Truppe sehen möchtet. Ich habe jetzt ein bisschen abgewartet, was dann Rückmeldung kommt. Es kam genau eine Rückmeldung, die gesagt hat, jo, mach mal nochmal bitte eine, also so sinngemäß halt. Es hat niemand widersprochen und von daher machen wir einfach nochmal eine Gruppe. Und ja, ich muss gestehen, ich habe, nachdem ich das letzte Mal beendet hatte, schon mal kurz gespult, was es denn so an neuen Gruppen gibt. Also das hier sind die beiden neuen. Und hier hat man auch eine, die ist zu viert. Und hier ist wieder eine zu dritt. Die werde ich jetzt nicht machen, weil, das habe ich halt schon vorher beschlossen, weil einfach Bruno und Pavle, die sind hier halt auch. Und der einzige Unterschied wäre halt, dass man Katja oder Marco dabei hat. Während die hier doch, etwas anders zusammengestellt sind. Halt auch mit Leuten, die wir noch gar nicht kennen. Hier zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Zveta und Zlata. Anton kennen wir ja schon, den haben wir letztes Mal aufgenommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob diese Gruppe dadurch dann freigeschaltet worden ist, dass wir Anton aufgenommen haben. Könnte ich mir wirklich das vorstellen. Pavle haben wir hier dabei, das war ja der schnelle Läufer. Dann haben wir hier den Mathematiker. Und was die anderen beiden können, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es beides Frauen sind, würde ich jetzt von den Namen her zumindest vermuten. Und dann haben wir noch eine Dreiergruppe mit Bruno, Roman und Arika. Also wer Roman und Arika sind, wissen wir auch nicht, aber wir haben Bruno. Ja, das eine ist eine Vierergruppe, würde mich irgendwie schon reizen, nur wir können ja trotzdem immer nur einen zum Plündern schicken. Und ja, dann brauchen wir noch mehr Vorräte, um die alle satt zu halten und so weiter und so fort. Also die stelle ich mir richtig schwer vor. Vor allen Dingen, da ich nicht weiß, was die für Sonderfertigkeiten haben. Deshalb nehmen wir einfach mal die hier. Weil da haben wir halt Bruno, der kann gut kochen. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, abgesehen davon, dass er Raucher ist. Das ist ein bisschen ungünstig, aber trotzdem. Und dann gucken wir mal, was Roman und Arika können. Bin mal gespannt. Also ich würde jetzt auch tippen, dass Arika auch weiblich ist. Tag 1. Und ich hoffe, diesmal wären es mehr als 15 Tage. Oh, wir haben eine Badewanne. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele unterschiedliche Starthäuser es gibt. Okay. Das scheint tatsächlich eine Frau zu sein. Das ist Bruno. Den kennen wir. Und dann ist das hier Roman. Das ist dann Arika. Relativ groß das Haus. Wirklich relativ groß. So. Genau, das ist, glaube ich, ja, das ist auch eine männliche Person. Man sieht sie unten so ein Bartstoppeln. Das ist dann eine weibliche Person. So. Das ist, glaube ich, das, was wir letztes Mal auch schon. Und dann hier. Roman kämpfte in der Reihe der Rebellen. Mit der Zeit kam die Ernüchterung und er entschied sich zur Flucht. Arika floh in die Hauptstadt, um Verfolgung ihrer Heimatstadt zu entkommen. Der Belagerung hat Bruno von seinem besten Freund und seinem Zuhause getrennt. Der Belagerung? Okay, die Belagerung, da ist ein Übersetzungsfehler, aber trotzdem. Stimmt, Marco und Bruno waren ja beste Freunde. Da war ja was. Ja, die sind jetzt getrennt, okay. Obdachlos auf der Flucht und mit nichts zu verlieren, außer ihrem Leben, schließen sich zusammen, um zu überleben. So, dann gucken wir uns jetzt erstmal erst Kampf erprobt, was auch immer das heißt. Auch. Sehr schön. Roman, ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal weglaufen und mich vor meinen Kumpeln verstecken würde. Doch so kam es schließlich. Wir waren einst wie Brüder. Jetzt bin ich für sie gestorben. Meine Jungs haben das Viertel bis kurz vor dem Krieg regiert. Einige von uns wurden rekrutiert, wie Leon, mein bester Freund. Andere, wie ich, haben sich freiwillig für die Miliz gemeldet. Es sollte das ultimative Kräftemessen werden und wir alle wollten daran teilnehmen. Was ist bei ihr? Gut im Schleichen, okay. Auch Raucher. Na, das haben wir doch richtig gut getroffen. Ich bin ein einfaches Mädchen aus dem Viertel und kenne das wahre Leben. Die Straße hat mir mehr beigebracht, als mein Vater sie getan hat. Der alte Säufer hat mich immer geschlagen, wenn ihm danach war, und er wusste, wie er mir wehtun konnte. Damit ist es jetzt vorbei. Er biss in den ersten Tagen des Krieges ins Gras. Seit ich 14 bin, breche ich in Häuser ein. Ihr wisst, wie das ist. Ich bin darin besser als alle, die ihr kennt, und ich kann wie ein Fuchs schleichen. Ihr wärt dumm, wenn ihr mich rauswerfen würdet. Gut, also im Prinzip können wir dann, ja, ich kann jetzt leider nicht Pause machen. Wir durchsuchen jetzt erstmal das Gebäude hier. Müssen wir diese Tür da aufbrechen. Ich mal die Tür auf. Dann räumen wir das weg.
Du bist da oben, dann kannst du gleich mal das durchsuchen. Ja, wir können jetzt sowohl die aggressive Variante nehmen. Oh, was haben wir denn gefunden? Dietrich, Kräuter, Materialzeugs, nehmen wir mal alles. Okay. Oder halt wirklich die eher etwas friedlichere Version. Da, guck mal bitte da durch. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen orientieren, weil ich. Geht jetzt ja auch so ein ganz kleines bisschen auf Zeit. Noch mehr schöner Kram. Dann gehst du mal da eben hoch. Noch mehr Kram. Oh, sogar Waffenteil, okay. Also, weil wir können jetzt uns durchprügeln mit ihm oder halt durchschleichen mit ihr. Das funktioniert vermutlich beides. Mit Bruno bauen wir jetzt erstmal ein Bett. Hier durchsuchen wir erstmal das da. Ja, und mein Plan ist jetzt tatsächlich, erstmal ein Bett zu bauen, damit wir halt eine Nacht schlafen lassen können. Beziehungsweise haben wir ein Herd? Nein, wir haben kein Herd. Moment. Nein, wir haben keinen Herd. Das heißt, wir bauen erstmal ein Herd, dann bauen wir ein Bett. Herstellen. Machen wir dann hier oben wieder hin. Und dann bauen wir diese Metallwerkstation. Okay, wir haben Nahrung gefunden. Noch ein Dietrich. Du räumst da oben noch. Dann brich du mal hier bitte die Tür auf. Und ich werde auch nicht den Fehler machen, nochmal so das ganz groß auseinanderzubauen alles. Wie letztes Mal, wo man dann so ewig brauchte, bis man oben beim Radio war und so. Das werde ich nicht machen. Und dass wir halt wirklich ein bisschen mehr auf. Wir haben so viele Waffenteile, das ist unglaublich. Dass wir halt tatsächlich einfach mal ein bisschen. Ja, mehr verteidigen können und dergleichen. So, wir haben jetzt ein Herd. Dann bauen wir ein Bett, damit halt zumindest einer schlafen kann. Also, falls auch jemand krank werden sollte. Ein Bett herstellen. Wo platzieren wir das denn am besten? Die kommen ja immer hier rein. Es sollte also nicht hier unten sein, wenn es nicht so weit weg ist. Direkt hier wäre allerdings, glaube ich, auch blöd. Das heißt, wir stellen es in diesen Raum. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Als nächstes machen wir dann diese Werkbank. Ja, sieht zeitlich ganz gut aus. Und ich hoffe echt, dass es diesmal mehr als 15 Tage werden. Und jetzt ist noch die Frage, wir haben, wie viel Dietrich haben wir? Wir haben zwei. Ah, okay. Unser Unterstupf ist eine scheußliche Ruine und macht einen depressiv. Wir sollten etwas dagegen unternehmen. Wir haben Löcher in den Wänden. Ja, das müssen wir halt auch beheben. Hier bräuchten wir zwei Dietriche, um an diesen Schrank daran zu kommen. Hier bräuchten wir einen, um daran zu kommen. Schwierig. Du bist da oben fertig, dann kannst du mal da durchgucken. Dann machen wir erstmal tatsächlich hier unten irgendwo auf. Ein Messer! Wow! Okay, wir haben ein Messer. Da oben ist jetzt alles durchsucht. Das ist die Metallwerkstätte. Herstellen. Können wir gleich hier nebenstellen. Dann haben wir dich. Ja, du machst mal bitte hier auf. Er räumt da unten noch. Naja, dann ist immerhin schon mal weggeräumt. Und danach kann er dann hier wegräumen, weil meinen Garten haben wir nicht, ne? Nein, wir haben nur einen Panzer draußen stehen. Auch sehr schön. Kannst du das mal wegräumen? So, was können wir hier jetzt bauen? Hier können wir ein Brecheisen, wenn wir genug Zeug hätten. Stahl bräuchten wir auch noch Zeug. Okay. Ja, einen Dietrich herstellen. Sollen wir noch mal einen herstellen? Wir haben zwei. Wir brauchen dann da hinten einen. Nee, wir machen mal noch keinen Dietrich. Wir können jetzt noch mal hier schauen, was wir brauchen, um einmal irgendwas zu verbarrikadieren. Kann man doch hier irgendwo herstellen, oder? Mussten wir dafür das erst. Ich glaube, das mussten wir tatsächlich erst verbessern.
Bisschen primitiver Herd, Filter. Nee, das müssen wir tatsächlich erst verbessern. Was brauchen wir zum Verbessern? Nee, da haben wir halt auch nicht genug. Ich komme da immer noch ein bisschen durcheinander. Also wir brauchen 14 und haben 4. Also das ist irgendwie andersrum, als man das doch intuitiv machen würde. Dementsprechend, ja, haben wir da jetzt gerade nichts, was wir noch tun könnten. Ist dann auch die Frage, wie gut die im Plündern sind. Also wie viele Plätze die frei haben. Ja, Schaufel können wir nicht bauen. Das ist nur... In Dietrich lohnt sich, glaube ich, auch nicht. Wir haben immerhin einmal was zu essen. Wir haben wirklich gute Sachen gefunden. Das auf jeden Fall. Das Messer werden wir auch erstmal hier lassen, nicht zum Plündern mitnehmen, weil, falls jetzt jemand kommt, können wir uns gleich noch ganz gut verteidigen, weil die ja noch nicht so stark bewaffnet sind. Dann suchen wir auch erstmal irgendwas auf, wo ja nicht so viele Gegner sind. Ich weiß jetzt nur leider nicht, wie groß die Rucksäcke von den Leuten sind. Ich glaube, das wird uns ja angezeigt. Nehmen wir erstmal den mit dem großen Rucksack. Weil, ja, Bruno wird sowieso, glaube ich, erstmal zu Hause bleiben. Weil der kann gut kochen und nachher passiert ihm irgendwas. Und das ist, denke ich mal, die bessere. Ja, da sagt sie gerade, dass es mit dem Warmbleiben. Letztes Mal bin ich ja nicht mehr dazu gekommen, einen Ofen zu bauen. Also zum Warmhalten. Mal gucken, ob sie es noch schafft, das Ding fertig zu kriegen. Er ist, glaube ich, schneller, kann das sein? Ne, er kann hier schon zumindest schon mal anfangen. Dann lassen wir ihn am besten erstmal Wache stehen. Genau, das ist, glaube ich, echt eine gute Variante. Er ist ja kampferprobt, das heißt, er steht am besten erstmal Wache. Sie ist halt unterwegs, weil sie relativ gut in dem ganzen Kram... Oh, noch, was ist das hier? Eine beschädigte Pistole. Ui. Ui, 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 ui. Und Schmuck, ja gut, aber eine beschädigte Pistole, ich meine, das ist extrem gut. Ja, er ist wirklich relativ fix. Gut, also ich glaube, ich habe gerade entschieden, dass sie plündern gehen wird. Ja, sie haben halt auch taschenmäßig alle gleich so. Du stehst Wache, du gehst schlafen und du gehst plündern. So. Ah, dann steht sogar extra nochmal drunter. Momentan haben wir tatsächlich noch nicht so viel. Also, ach so, wir sind da. Wir könnten halt tatsächlich einfach erstmal das dann nehmen. Ja, da sind vermutlich die alten Leute. Ja, wir nehmen einfach mal das verlassene Haus. Wir nehmen den Dietrich mit. Und dann gehen wir mal los. Mal gucken, was wir so finden. Erstmal hier durchsuchen. Ja, das ist das Haus, wo wir letztes Mal auch als erstes waren. Kommt mir zumindest sehr, sehr bekannt vor. Oh. Oh. Wir finden echt viele, viele Sachen. Und wir müssen zum Kühlschrank. Das ist auch ganz wichtig. Alles mitnehmen. Räumen durch. Da ist der Kühlschrank. Das war ja versperrt. Dann gehen wir jetzt erstmal. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Nochmal ein bisschen durchgucken. Packen wir erstmal tatsächlich alles ein. Was ist hier drin? Ah, das ist jetzt natürlich der Schrank. Sind wir dann natürlich schon komplett voll mit unserem Rucksack. Tabak und Waffenteile. Gut, das hier müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist klar. Könnten die jetzt da lassen? Nehmen wir den Tabak mit. Weil das brauchen die ja auch so ein bisschen für ihre Stimmung. Dann einmal nach oben. Das war, glaube ich, eine Ratte. Also wir müssen bestimmt irgendwie nochmal herkommen, weil das ist so viel Zeug, was hier rumliegt. Das hatten wir uns schon mal angeguckt, ne? Das war irgendwie der Mann. Ja, der aussieht wie ein Bär. Und wahnsinnig viel Essen. Okay. Gut. Dann lassen wir erstmal Holz hier und nehmen das ganze Essen mit. Nein, das können wir nicht nochmal mitnehmen.
Dann. Oh, das ist jetzt echt gemein, dass wir das alles hier lassen müssen. Wir könnten jetzt noch einmal das Gemüse mitnehmen, weil dann können wir nämlich diese besseren Mahlzeiten machen. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal herkommen. Da hinten ist noch irgendwas Tolles in dem Schrank. Da oben dürften die Medikamente drin sein. Oder was auch immer. Auf jeden Fall benutzen wir hier jetzt mal den Dietrich. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal in dem Raum drin waren. Ich glaube nämlich nicht. Geh mal bitte rein. Was haben wir hier drin? Bestimmt noch viel Kram, den ich ganz unbedingt... Waffenteile. Wieso fehlt uns da jetzt irgendwie ein Platz? Keine Ahnung, ist egal. Wir nehmen stattdessen die Waffenteile mit, weil dann können wir nämlich die Pistole reparieren. Weil, warte mal, Waffenteile haben wir zu Hause auch, glaube ich. Hier ist echt wahnsinnig viel Kram. Aber wo sind die Medikamente? Hier sind... Oh, eine Bandage. Oh, Mensch, das ist jetzt... Ja, dann müsst ihr auf den Tabak verzichten. Müsst ihr mit klarkommen. So, jetzt ist halt, muss ich nur überlegen... Können wir dann überhaupt irgendwas bauen? Wenn wir... vor allem, ich würde gerne einen Rucksack finden. ich würde echt gerne einen Rucksack finden, dass wir hier mehr Sachen mitnehmen können. Was hat uns denn gefehlt? Davon hat uns ziemlich viel gefehlt. Bei dem einen hatten wir 7 von 17. Aber das sind keine 10, die wir hier haben. Was lassen wir denn stattdessen dann hier? Das Gemüse? Oder die Patronen? Und die Waffenteile? Ja, Waffenteile haben wir, glaube ich. Wir müssen noch was von diesen anderen Teilen da mitnehmen. Ist das hier? Ja, von denen hier müssen wir auf jeden Fall noch was mitnehmen. Dann lassen wir die Waffenteile. Damit wir zumindest irgendwas bauen können. Dann müssen wir nämlich auch diese Metallstation als nächstes aufwerten. Damit wir da was haben, um unsere Waffenteile zu einer wunderschönen Waffe zusammenzubauen. Beziehungsweise wir haben ja im Prinzip schon eine Waffe. Ich glaube, das lassen wir dann so. Die Patronen, die finden wir nicht oft. Die sind echt selten. Das können wir brauchen. Das ist sowieso... Also das ist extrem wertvoll und das braucht... Ja, wir machen das jetzt so. Und dann kann es jetzt zum Ausgang gehen. Dann müssen wir tatsächlich irgendwie nochmal herkommen. Weil, ja, noch irgendwie echt viel Zeug hier ist. Und auch gutes Zeug. Also jetzt Essen zwar, glaube ich, nicht, aber trotzdem. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Arika ist zurück.